Ja, aber Moinsen, meine Meisters und Meisterinen und was geht meine sehr geschätzte Krypto-Gang? So, jetzt ist es aber wirklich dann auch 5 vor 12 für dieses Video, Freunde, weil ich hab das voll aus den Augen verloren und voll viele von euch haben mich über die Tage nochmal erinnert, dass ich noch ein Video zum Start des Presales von WeSented machen wollte und ja, habt ihr recht. Aber sorry, ich bin momentan wirklich extrem durch den Wind, geht gerade hinter den Kulissen einiges ab, ich verliere momentan einiges aus den Augen, aber letztes Mal Autoschlüssel verloren, was nicht alles. Aber, Freunde, machen wir jetzt. Lustigerweise, wie wir hier sehen, ist mir sogar tatsächlich selber abhanden gekommen, dass sogar BTC Echo vor Tagen einen Bericht über WeSented rausgeklatscht hat. Token Sale knüpft an überwältigendem Private Sale an. Und ja, tatsächlich, Freunde, so ist es, wo die auch nochmal hier in dem Bericht erklären, was WSI ist und so und dass da bald der Presale startet hier und da. Aber die wichtigste Botschaft ist, wie ich finde, WeSented erzeugt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Alter Lachs. Und für die, die gerade gar nicht wissen, wovon ich rede und so, WeSented ist ein Projekt, über das wir schon tatsächlich zwei Videos gemacht haben. Und es ist eben so spannend für ganz viele von uns, weil das Projekt noch in einer so frühen Phase ist, da es sich aktuell in einer sogenannten Vorverkaufsrunde befindet. Beziehungsweise in Vorverkaufsrunden. Mehrzahl. Das Video hier soll jetzt aber tatsächlich nicht nochmals dafür dienen, zu erklären, was genau das Projekt macht. Dafür haben wir, wie gesagt, schon zwei ausführliche Videos gemacht. Ihr öffnet sich da oben rechts, liebe Freunde. Gerne einmal angucken, wenn ihr noch nicht so ganz in der Thematik seid, aber wissen wollt, was abgeht, angucken und dann gerne zurückkommen. Aber ihr müsst euch jetzt mal grob vorstellen. Bevor so eine Kryptowährung an den Start geht, gibt es immer erst eine sogenannte Seed-Runde, dann einen Private Sale zu einem super günstigen, vergleichbar super günstigen Preis. Und wenn dabei im Private Sale ein gewisses Maximum erreicht ist, eine sogenannte Hardcap, also vom investierten Geld her, okay, so eine Obergrenze, dann wird das geschlossen, um die Inflation jetzt nicht komplett ausarten zu lassen. Dann hebt man den Preis um gut das Doppelte an. Also in diesem Fall bei WeSended war es jetzt von im Private Sale 0,017 von jetzt auf 0,032, was immer noch vergleichsweise sehr günstig ist, verglichen mit dem, wie es dann auf Tier 1 Börsen gelistet wird und sowas, und geht in den Presale für, wie jetzt gesagt, 0,032 Dollar Cent. Also in die letzte Verkaufsrunde vor dem offiziellen Start an den normalen Börsen zum normalen Marktpreis. Ihr versteht hoffentlich, wie ich da meine, Freunde. Und eben in dieser letzten Vorverkaufsrunde befindet sich das Projekt jetzt gerade aktuell, wo wir dieses Video machen. Zu einem Preis, den ich euch gerade schon mal genannt habe. Ich nenne ihn nochmal 0,032 Dollar Cent, bevor es dann nach der Runde an den Börsen gelistet wird, zu einem viel höheren Preis. Das ganze Prozedere hat sogar eine eigene Kategorie in unserem Kryptomarkt, nennt sich ICOs. Und ICOs sind, wie gesagt, halt so interessant, weil du als Investor eben die Chance hast, früher dabei zu sein als alle anderen und dementsprechend den Token zu viel günstigeren Preisen zu kaufen ist. So, und jetzt, wie gesagt, fast verschwitzt, sorry nochmal dafür, morgen tatsächlich schon startet der Presale. Ja, Private Sale, Freunde, ihr erinnert euch, BTC Echo hat selbst geschrieben, also die Runde davor zum Halbpreis, die war ja unfassbar erfolgreich, was da abgegangen ist, war filmreif, würde ich schon fast sagen. Schreibt doch, wie gesagt, BTC Echo in ihrem Bericht, dass das super beeindruckend war, was da abging. Und morgen öffnen die den Presale, wo wir jetzt die ganze Zeit auch noch so heiß drauf waren. Ich meine, es war jetzt 20 Uhr, oder? Ja, jedenfalls, wenn der Timer, den wir hier sehen, abgelaufen ist, dann ist der Presale eröffnet und im Prinzip los geht's. Ich werde da wohl selber persönlich auch nochmal zuschlagen, weil vor allem seit letztem Mal hat sich auch gut was getan bei den Jungs. Die haben jetzt nämlich ein Security Audit tatsächlich von Hacken.io durchführen lassen und das wurde mit voller Punktzahl in allen Kategorien bestanden und das ist nice. Freunde, was ist Hacken? Ja, wissen ja vielleicht manche nicht. Also, das ist ein sogenannter anerkannter Blockchain Security Auditor und um das ja leicht zu erklären, sind die dafür zuständig, ein Projekt komplett auf Sicherheit zu durchleuchten, ne? Und am Ende zu entscheiden, ob die in ihrer gesamten Infrastruktur sicher sind oder eben nicht. Und Hacken.io ist tatsächlich, rede ich jetzt keinen Scheiß, wissen die Kenner unter euch, dafür halt ein bekannter und bewährter Ansprechpartner. Und WSI, also WeSented, hat dieses Security Audit mit voller Punktzahl abgeschlossen und das ist definitiv eine feine Sache, so für den Sicherheitsaspekt für viele. Also offiziell bedeutet das im Prinzip, der Smart Contract, der neue Smart Contract jetzt von WSI, könnte tatsächlich besser nicht bewertet sein. Dann hatte der CEO auch noch eine Ankündigung gemacht, wie ich hier sehen habe in deren Telegram-Gruppe. Es wurden mittlerweile zwei Verträge
mit zentralen Börsen unterschrieben, die WSI nach dem Presale listen werden. Welche genau wollen die halt nach dem Presale bekannt geben? Auch eine geile Sache, definitiv. Und jetzt startet also, wie ihr sagt, morgen sozusagen die letzte Chance zum günstigen Presale-Preis von 0,032 Dollar Centen. Danach bin ich persönlich wirklich unfassbar gespannt, mit welchem Preis der Lachs dann an die Exchanges geht. Also wirklich, so übel war ich, weiß ich nicht, ob ich schon mal bei einem Projekt so gehypt darauf war, wo die Reise dann nach dem ICO hingeht, weil wir begleiten den Scheißer jetzt tatsächlich schon wirklich seit dem Private Sale noch, ne? Und der ist ja, wie ihr sagt, völlig eskaliert und durch die Decke gegangen. Ich habe aktuell 25.000 WSI-Token, ein paar kommen jetzt nochmal obendrauf und dann mal schauen, was da so geht, Freunde. Ich bin auf jeden Fall bullish wie eine dicke, fette Milchkuh in der Paarungszeit. Ich bin auch übrigens gespannt, wer die anderen Börsen sein werden, weil so viel wir ja wissen, wird die allererste Pancake-Swap sein. War da hier nochmal irgendwas von geschrieben oder so? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, jedenfalls geisterte das da seit Anfang an da irgendwie durch den Raum. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, aber da warten wir mal die Bekanntgabe vom CEO in der Telegram-Gruppe ab. Finde ich jetzt auch nochmal eine wichtige Sache, das von mir aus jetzt zu erwähnen, Freunde, weil viele von euch nehmen ja tatsächlich das erste Mal an so einer Art ICO teil und so. Es ist, groß wird activated, meiner Meinung nach immer wichtig, sich wirklich damit zu befassen und auch an der Community eines solchen Projekts, also das gerade den ICO macht, teilzunehmen. Heißt, wenn ihr von so einem ICO erfahrt, also die Chance in ein Krypto-Projekt reinzukommen, bevor es überhaupt wirklich da ist, ist schon mal cool, weil ihr habt die Chance, früh dabei zu sein und von tiefen Kursen zu partizipieren und zu profitieren, ist geil. Aber geht da auch in die Gruppen und so. Ist meiner Meinung nach, vor allem bei ICOs, ganz wichtig. YouTube-Videos von Krypto-Gang und von wem auch immer, alles schön und gut, aber auch man selber ein Bild von der ganzen Dynamik, die da herrscht, machen. Guckt euch an, was da vor sich geht, was die da so von sich geben. Wer sind die Leute? Wie sind die Leute? Wer ist das Team? Weil das Team ist in der Regel auch in den Gruppen und die schreiben da mit den Leuten, also mit euch und so. Zumindest ist es im Fall von WeSented auf jeden Fall definitiv so. Auch der CEO ist da in der Telegram-Gruppe und nimmt da halt aktiv an Gesprächen teil und so, was ich persönlich nur begrüßen kann. Community-Bindung ist vor allem in ICO-Phasen sehr, sehr wichtig und ich verlinke euch natürlich auch unten die Telegram-Gruppe. Schaut da am besten selbst mal vorbei, Freunde. Lest euch den ganzen Spaß durch. Nimmt da teil, interagiert da und so. Und was vielleicht jetzt an der Stelle noch wichtig ist zu erwähnen, im Private Sale gab es tatsächlich noch keine Voraussetzung oder so, im Pre-Sale jetzt aber schon. Mindestbuy liegt nämlich tatsächlich bei mindestens 200 Dollar und mehr als 1000 Dollar darf man nicht. Dazu hatten mich ein paar von euch auch schon angeschrieben, weil sie meinten, ist doch voll unfair. Was ist denn, wenn ich mehr kaufen will als 1000 Dollar? Ich will mehr. Ja. Ich verstehe das, aber da muss man halt jetzt tatsächlich leider einen sauren Apfel beißen und warten, bis der Token dann wirklich final gelauncht ist. Klar ist der dann natürlich teurer, weil der dann zu den Listingpreisen online geht, aber da führt dann leider auch kein Weg dran vorbei. Das geht leider nicht in einem Presale. Also geht schon. Machen ja auch viele, aber dann hast du halt die Gefahr von massiven Pump and Dump, ne? Dann kann jeder Großinvestor-Affe, wie er will, daherkommen und dann kauft er da beliebig Tokenanzahl den ganzen Laden leer im schlimmsten Fall und bestimmt dann die Kurse durch Abverkäufe etc. Ihr kennt das doch. Also auch mal versuchen, die Sache ein bisschen positiv zu sehen, dass man eben nur bis zu 1000 Dollar jetzt im Presale einkaufen kann, weil wir haben hier einen Pump-and-Dump-Schutz. Erstens durch das Vesting, worüber sich auch ganz viele aufregen, was ich nicht verstehe. Daran merkt man aber, die Leute sind unerfahren in Sachen ICO. Es ist ein völlig normaler Vorgang, ein vernünftiges Vesting zu haben. Und ihr könnt Kenner aus der Szene fragen, dass Vesting bei WeSented in diesem Fall ist wirklich absolut in Ordnung. Da gibt es gar nichts zu meckern. Und zudem eben noch der Schutzmechanismus, dass niemand mehr als 1000 Dollar reinschallern kann. Ich persönlich finde das eher vorteilhaft, als dass das jetzt irgendwie ein Nachteil wäre oder so. Keine Ahnung, liegt auch vielleicht nur an mir. Ich persönlich sehe das nicht als Nachteil. Für Wale ist es definitiv ein Nachteil, klar. Aber für uns kleine Investoren ist es halt gut und definitiv ein Schutzmechanismus. Genau. Also, Freunde, habt ihr die Info, die ihr braucht. Morgen um 20 Uhr, genau, startet der Presale. Ihr wisst ja, MetaMask verbinden und bitte, bitte, ganz wichtig jetzt zuhören, darauf achten, dass ihr die Binance Smart Chain ausgewählt habt. Nicht über ETH, weil dann Geld weg. Wäre kacke. Ganz, ganz kacke. Letztens jemandem passiert, kannst du dann im Nachhinein auch leider nicht mehr viel tun. Und ich weiß auch, dass viele immer am Struggeln sind. Ja, wie funktioniert dieses MetaMask und was und wo und wie richte ich das alles ein, Freunde? Ganz ruhig. Ist wirklich nicht so schwer. Würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen. Ich habe da aber was für euch vorbereitet. Unten verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung ein wirklich sehr, sehr kurzes und knackiges Video von einem anderen YouTube-Kollegen, also Krypto-YouTuber, der das wirklich perfekt Schritt für Schritt erklärt, wie das mit MetaMask für
für euch funktioniert, wenn ihr da noch nicht so in der Materie seid, damit ihr auch nichts falsch macht. Ansonsten, liebe Freunde, Link zu der WeSendIt-Webseite, also dass ihr hier auf der Webseite landet, habt ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung. Telegram-Gruppe ist da auch verlinkt. Und ja, tauscht euch da einfach mal aus. Geht da rein, würde ich wirklich raten. Ansonsten viel Spaß morgen beim Presale, wie gesagt, 20 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, Freunde. Die Sache ist ja bekanntlich wie ein Spiegel. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man sich, groß bin activated. Ich bin dafür wieder raus. Wir sehen uns. Reingehauen.